Zielschule Frankfurt am Main. Zum wiederholten Mal seit 2004 besucht Trude Levi, ungarische Jüdin, 1924 geboren, Überlebende von Auschwitz, Zwangsarbeit und Todesmarsch, unser Gymnasium. Sie wird nicht müde, uns Heranwachsenden von den Schrecken der Nazizeit zu berichten. Wir hatten uns ein Jahr zuvor mit 3 Lehrerinnen und einem Filmteam zusammengefunden, um Trude Levis Erinnerungen in einem Film festzuhalten. Denn in Zukunft wird es keine Zeitzeugen mehr geben, die uns erzählen können, was damals geschehen ist. Aber Sie sitzen jetzt Gott sei Dank hier und erzählen uns Ihre Geschichte. Wie überwinden Sie das denn, wirklich in dieses Land zu kommen, wo eigentlich die grausame Tat herkommt? Ihr seid ja nicht dieselben Leute. Ihr seid ja eine andere Generation. Die zweite und die dritte und die vierte Generation, die haben nicht ein Gewissenwissen zu haben. Sie müssen es lernen. Sie sollen darüber wissen und nachdenken. Aber ihr seid ja nicht schuldig dran. Warum soll ich nicht kommen und zu euch sprechen? Und das Bild wurde in 1941 gemacht. Und ich war 17 Jahre alt. Und ich sagte, wir waren ganz normale junge Leute. An diesem Bild bin ich die Einzige, die 1945 noch am Leben war. Alle anderen sind umgekommen. Jetzt kommt eines der schönsten Sätze, der obszönsten Sätze, den ich je gehört habe. Und das ist Erlös aus rationeller Verwertung der Leiche. Ich meine, es ist so gemein, so obszön, dass es nicht mehr Ärger geben kann. Also Zahngold, Kleidung, Wertsachen, Geld, abzüglich Verbrennungskosten, 2 Reichsmark, durchschnittlicher Nettogewinn, also von dieser Verwertung der Leiche, ist 200 Reichsmark. Und da ist der Gesamtgewinn nach 9 Monaten ist 1631 Reichsmark. Das hat Ihnen noch nicht genügt. Zuzüglich Erlös aus Knochen- und Aschenverwertung. Keine Verschwendung. Alles wurde verwertet. Und das ist der Unterschied zwischen dem Holocaust und jedem anderen Völkermord. Und ich habe die Pflicht zu sprechen. Ich finde, der Nachklang, den ich bekomme, also die Briefe, die ich bekomme, dass ich etwas doch gegeben habe, doch irgendwie gezeigt habe, ein bisschen Leuten nachzudenken. Und dadurch ist es nicht schwer für mich.